Ja, willkommen zurück zur zweiten Folge von Dishonored. Und wir sind jetzt hier letztens stehen geblieben. Was ist denn die komische Gitarre? Wach hinauf. Was ist mit dir passiert? Das war der Outsider. Was hat er gesagt? Ich habe schon eine Weile schlechte Träume. Und nie kam er. Aber ich fühle mich gut. Wie damals, als wir gemeinsam unterwegs waren. Er bot mir sein Zeichen nicht an. Sprach nur in Rätseln und verpasste mir das hier. Ich wusste nie, was der schwarzäugige Bastard eigentlich wollte. Sieh dich vor. Die Geschenke des Outsiders haben einen Preis, den du erst erkennst, wenn es zu spät ist. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Ich auch nicht. Meine Verbindung zum Nichts schwindet. Wir müssen schnell sein, bevor es mich für immer holt. Du hast einen Weg gefunden, den Outsider zu töten? Wie? Ich habe jahrelang gesucht, die Inseln abgegrast, ein Dutzend fanatischer Kulte aufgespürt. Aber die Augenlosen sind anders. Sie haben das Messer, das den Outsider vor Jahrtausenden erschaffen hat. Hier, in Kanaka. Ein Messer. Und du willst, dass ich es stehle? Bald. Erst müssen wir wissen, wer die Augenlosen anführt und wo das Messer ist. Sie sind mächtig, wohlhabend oder adlig oder beides. Ich kenne ihre Namen nicht, aber sie tragen eine Tätowierung als Zeichen. Diese niederen Schläger im Boxclub wollten sich in der Roten Kamelie im oberen Syria-Bezirk tätowieren lassen. Mal sehen, was ich dort finde. Ruh dich aus, Dowd. Alleine hätte ich's nicht länger geschafft, Billy. Danke. Oberer Bezirk, alles klar. Was sagen wir unsere Mission? Oh, gibt's gar keins. Okay. Ja gut, dann fahren wir jetzt dahin und schauen und mal gucken, wer denn der Anführer ist, hä? Ob man dahin ist, zum oberen Gloria-Bezirk oder sowas. Auf in die Schlacht. Mal gucken, vielleicht werden wir diesmal weniger Leute töten. Wir haben ja letztens gesehen, es gibt so eine Art Resümee am Ende, wie ihr wart. Und da war ich ja ziemlich im Töten und anderen Bereiche. Auf jeden Fall ziemlich weit links unten. Und ja, mal gucken. Vergesst die Tätowierung. Oh. Sieht aber schön aus hier. Finde das Messer. Uiuiui. Suche die Aufträge. Finde die Aufträge auf dem Schwarzmarkt. Wo ist denn der Schwarzmarkt? Ach da. Platztausch. Plötzlich kannst du deine Markierung platzieren, indem du gedrückt hältst und anschließend die Position tauschen. Hä? Oh! Gib dich jetzt eine andere Person aus. Halt die Zeit, dann gehe in geistergestellter Verkundung. Platz da. Oh, nett. Und dann. Oh, okay, das ist cool. Okay, das ist sehr cool. Oh ja, ich bin ganz schön gesucht. Feindliches Gebiet. Wie sowas aussieht. Da komme ich nicht rein, ne? Schüsse benötigt. Ich glaube, ich bin da. Ja, das glaube ich auch. Aber gehen wir erstmal zum Schwarzmarkt, würde ich sagen. Um uns unsere Aufträge anzuschauen. Du wolltest mich nicht erwischen lassen, ne? Mord unter den Stein der Straße. Willkommen, willkommen. Sehen Sie sich ruhig um.
Oh, das werde ich. Werde mich nur umsehen. Natürlich. Sicher. Ist diese Eule nicht prächtig? Achtung! Ja, sie ist ja prächtig. Und sie schlafen jetzt mal schön. Ja, das ist sehr schön. Gut. Währenddessen gehen wir mal in den Keller. Mal gucken, was gibt's denn hier so Schönes? Oh, okay, das war einfach mal eine Falle. Das ist krank. Was macht diese Frau bloß? Hi. Guten Tag. Raus hier, solange es noch geht. Danke. Danke. Niemand will voller Blutfliegen sterben. Diese grässliche Frau hat ihre Blutsteine weggesperrt. Der Schlüssel ist bei ihrer Werkbank hier unten. Nehmen Sie sie. Ich will gar nichts davon anfassen. Oh je, Blutsteine, nett. Schlüssel zum Lagerraum. Was sind das denn, Alter? Blutfliegen? Hier? Das ist verdammt riskant. Blutfliegen sind unkontrollierbar. Von heißem Blut. Wir riechen es von der Straße. Volle Netz. Aber schwarze Flügel, Stachel, Blutfliegen. Nicht sicher, ob wir hungern. Oh, da sind Hundis. Ich höre Blutfliegen. Okay, was ist, wenn ich... Seltsame Zeiten. Harte Zeiten. Was muss ist wachsam sein? Ja. Hat's gedonnert oder was? Recht, Mann. Machen sich ständig in die Hose. Irgendwas ist los. Das Bade kann aber alles sein. Ah, oh, scheiße, Leute. Ja, ihr habt Waffen. Ihr kriegt mich nicht vorbei. Welche Safe? Willkommen! Hier finden Sie bestimmt, was Sie suchen. Ausrüstung. Granate. Die Leute hängen hier Nachrichten auf, falls sie was verdienen wollen. Was? Ein letzter Fehler! Du bist doch fertig! Holy shit, sind hier viele! Was? Ich hab doch eher gedrückt! Holy shit, Alter. Okay, let's go. Allons-y! Okay. Hi. Aber wie kriege ich den Schlüssel? Welch verschwendete Zeit! Naja, ich mach mal einen Job dann, ne? Hintereingänge. Und weg. Und du auch. Und weg. Das ist schon besser. Okay, let's see. Komme ich von hinten rein? Ha.
observieren wir uns mal, hä? Wollte schon immer in einen Kult. Also gut, wenn's denn sein muss. Was ist das für eine Tätowiermaschine? Augen zu und durch. Hm. So, oh. Oh. Nett. Wollen wir irgendwo bei Wachen? Was? Ah, ja, da ist einer. Hey, ja, hallo. Das dauert nicht lang. Die sind ruhig, ja? Ganz ruhig. Wollen Sie irgendwas? Ja, was trinken. Ich will rein. Das Spectre ist ein Privatclub. Sind Sie Mitglied? Ja. Hier, alles klar? Ah, das konnte Eolina mal besser. Wie auch immer, Sie dürfen rein. Nett. Danke. Ist da jemand? Ich glaube, da war etwas. Nee, da war nichts. Alles gut. Hi. Wer ist da? Willkommen. Sie sind zum ersten Möchten Mal Sie etwas Spectre. Trinken? Sie sollten wirklich die Sanguin-Infusion kosten. Die Spezialität des Hauses. Lass mich kurz nochmal den Auftrag nachlesen. Aufträge. Ein direkt mit dem Nichts kommunizieren lässt. Mit. Destilliert aus dem Blut von Sterbenden. Wirklich? Wie ungewöhnlich. Ernsthaft? Hey, weg von ihm! Wie geht's, du Oh! Hoppala! Genieß deinen letzten Moment! Das nicht so Blut! Schick sie dorthin zurück! Die entkommt ich mir nicht! Dein Blut! Ich nehme dein Blut als Lippenrot. Oh, das ist aber sehr nett von ihm. Ja, und ihr so? Soll ihn zur Hitze irgendwo bringen? Gleich wissen Sie, wie es den anderen geht. Salbungsvoll und verschwiegen. Was ist denn mit dir los? Oh, und der Raum dreht sich. Na, komm mal mit. Wegen der Hütte am Kanal, hä? Doch! Ich wollte nichts Böses! So. Ah, vorbei. So. Die Mission haben wir. Bitte, Gnade! Aha. Kiste da. Alles klar. Sehr schön. Wollen wir das mal mit der Schockwelle probieren? Würde ich schon gerne mal machen. Oh, wow. Wir haben hier einen Notfall. So. Na gut. Erpresserin. So, gehen wir mal zu der. Oh. Das war wohl, ein wenig ungeschickt von mir. Aber die haben auch eine komische Reichweite, finde ich. Aber gut, naja, warum auch nicht, ne? Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? 53 Minuten schon wieder. Wisst ihr was?
Wir belassen es erstmal hierbei und ich werde schauen, was ich durch ein andermal weitermache. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.